Oh ja, das sieht so ein bisschen aus wie das Gebäude hier, oder? Das sieht ziemlich genauso aus. Ah, meine Güte, da ist es. Einfach so, mitten auf der Straße, nicht mal versteckt oder so. Na dann, cool. So, 16 von 20. Jetzt gehen wir nochmal von 1 alle durch, die noch fehlen. Das da, was könnte das sein? Wo könnte das sein? Ein bisschen industriell. Also, unten bei der Food Delivery habe ich eigentlich so ziemlich alles abgegrast, denke ich. Da ist der Wasserturm. Verlassene Fabrik. Vielleicht bei der verlassenen Fabrik in der Nähe. Das könnte ich mir jetzt noch am ehesten vorstellen. Schauen wir nochmal. Wir waren ja nur in der verlassenen Fabrik. Vielleicht müssen wir im Gelände nochmal ein bisschen uns umschauen. Suchen wir mal einen. Ja, genau. Gebäude, die so aussehen wie die da hinten im Grunde. Zwei davon. Die liegen direkt nebeneinander. Perfekt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein blauer Container und dann haben wir es. Dann wären das die richtigen. Aber so wie die stehen, kann das glaube ich schon fast nicht sein. Aber da gibt es mehrere von diesen Gebäuden anscheinend. Gott, die sind im Grunde überall. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess, all busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place. For better or worse, it's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both. Bin mir doch nicht mehr so sicher, ob wir hier richtig sind. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Schade. Schade. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zach, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland, with small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago, and LA are all microscopic. Sometimes they even feel like figments of my imagination. Think back to what Las Vegas looked like when we were driving up I-15. Schade, das sieht dem schon ähnlich, ne? Aber es ist nicht. Sieht ihm schon sehr ähnlich. Da ist sogar so ein rotes Gebäude, aber ganz falsch angeordnet und kaputt da irgendwie. Aber wo finden wir sonst diesen Gebäudetyp, diese Gebäudetypen, wenn nicht hier?
Vielleicht da hinten nochmal. Vielleicht quasi von der Rückseite des Parks. Weiß nicht, ob ich da durchkomme. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Nicht richtig hier. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? Keine Ahnung. Warte mal, da, das ist es doch, oder? Von der Perspektive. Ja, genau, das ist es. Oh, gut, dass ich nochmal reingefahren bin. Ich wollte schon aufgeben. Hä? Ich sehe da oben sogar das Symbol. Was ist denn hier los? Ach so, das ist ein UFO. Das ist nicht das Symbol. Ja, eigentlich. Ah, jetzt. Manchmal funktioniert es nicht. Okay, sehr gut. Dann waren es nur noch drei. Eins davon weiß ich, glaube ich, sogar. Da können wir zumindest in die Nähe schnell reisen, dann haben wir das gleich. Dieses Sumpfbild, da bin ich halt echt ratlos. Hi. Hi. Ha. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Warum ist das kein Rennen zum Beispiel? Verstehe ich nicht. Naja. Ich stand schon davor, Mensch. Ich hätte nur kurz in meine Fotos gucken müssen. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skate. We passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure local drivers are used to that sort of thing. They were all going normal speeds. I bet that scene reminded you of a certain film, or perhaps a certain person. Violent City, 1970. Directed... This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace.
Isn't that right, Zach? So, ich glaube nämlich ungefähr hier sind wir richtig. Ja, genau. So, da waren es nur noch zwei. Das Gebäude sagt mir zwar nichts, aber das dürfte leicht, relativ leicht zu finden sein, oder? Aber der Sumpf. Wenn das nicht bei dem Bootskerl irgendwo ist, dann habe ich echt keine Ahnung. Do you think Patty's okay? She acts strong, but it seemed like she was deep. We've been in this town for longer than we originally planned, haven't we? Oh no, I'm not complaining. I'm used to living out of a hotel, and I love southern food. There are some inconveniences, though. There's no movie theater in this town, nor is there a video rental store, and the TV in the hotel room doesn't get any of the on-demand movie channels. We'll just have to get lucky and encounter a movie being shown on TV. The movie environment in Lucaria is no different from that of the 70s, Zach. No, they don't have a movie theater. So I suppose it's even farther back than that. But it's true that these are the times in which one always encounters the best movies. It's always been that way, hasn't it? Think back with me. Remember that hotel in the rundown town near Monroeville, just outside of Pittsburgh? I took a shower, and by the time I got back into bed, it had already started. Time Walker. 1982, directed by Tom Kennedy. I started watching it without any idea as to what it was about, but it instantly got me hooked. The plot highly exceeded all my expectations. Constantly revealing shocking truth after shocking truth, it was a hyper-realism masterpiece. Even after we checked out from the hotel, we couldn't get that film out of our heads. Not even when we stopped by the Monroeville Mall, the primary filming location for Dawn of the Dead. Instead of the living dead, both you and I were totally preoccupied with thoughts of that living mummy. And we were so excited to visit the Monroeville Mall, too. You kept insisting that you were going to track down. Nee, das ist es nicht. Irgendein Schild ist da oben drauf. Irgendein Schild und da drauf und irgendein Schirmchen davor. Sind hier so viele Läden, die man leider gar nicht betreten kann. Wie schade. Ich frage mich, ob da mal mehr geplant war oder wie. Was? Lena Domen, a.k.a. Professor R. How could such an intelligent person like her suffer such a tragic downfall? Does the South really corrupt people, like Patty said? This sunlight certainly seems capable of breaking someone down, no matter how you try to resist it. It's so hot, it feels like I'm burning up, but that doesn't explain it. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline. It's So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Boondock. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. Ist es das da? Nee, ich glaub nicht. Nee, sieht dem zwar sehr ähnlich. Das sieht ihm sehr ähnlich. Das ist ein Friseur.
Kann man zum Friseur gehen? Nö, irgendwie nicht. Schade. Das sieht ihm verdammt ähnlich. Aber auf dem Bild ist da kein Dach oben und es ist ein Hotdog-Stand davor. Das ist auch nicht der richtige Platz. Das Gebäude daneben stimmt auch nicht. Aber das sieht genauso aus. What? Okay, vielleicht ist das eine Filiale. Vielleicht haben die da mehrere von den gleichen Friseuren oder so. Das ist immer das andere Gebäude. Das ist mit den anderen Friseuren so, wenn er genauso aussieht. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Bunda. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. Yeah, cool. That's what my soul tells me. Also ich finde es nicht unbedingt komisch, dass die ein Gebäude recyceln. Ich finde es komisch, dass die dann eins der recycelten Gebäude zu so einem Rätselding machen, das man suchen soll. Weil ich meine, es gibt's mehrfach. Was soll das? Hey Zach, no nothing. Just felt like saying that. Stillschnitt. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Bunda. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. My mind must be overlapping him with the skeletal gentleman. Do you remember his name? Ah, yes, that's it. Scatman Crothers. In 1980, he played Dick Halloran in The Shining. And in 1983, he was in The Twilight Zone. He played the man who invited all those elderly folks into a strange new world. Ah, I knew it, Zach. There's definitely a connection here. Da haben wir es. Direkt gegenüber von meinem Hotel. Der Barbershop. Schade, dass es den nicht wirklich gibt. Haare schneiden lassen können wäre schon cool. Wäre eine coole Fähigkeit. So. Jetzt ist die Frage. Wo ist das letzte Bild? Ich gehe jetzt in den Sumpf nochmal. Was steht denn da? Ach, das ist Unterhosenperson. Spielt der hier Saxophon? Today the town feels kinda weird. Mein Spezialcocktail für heute hast du doch schon getrunken. Nur alle Aspekte. Na, das stimmt nicht, was der da sagt. Heute am Mittwoch habe ich den noch nicht getrunken, aber gut. Okay, also. Wir reisen jetzt dahin schnell und dann laufe ich zu Fuß zurück. Und dann schauen wir mal, ob ich da irgendwas finde, das so aussieht wie auf dem letzten Bild. Und sonst weiß ich es auch nicht. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zach, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland, with small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago, and LA are all microscopic. Sometimes they even feel like figments of my imagination. Think back to what Las Vegas looked like when
we were driving up I-15. It was a mirage. TV and movies dress up those mirages and broadcast them to people all around the world. Meanwhile, American women become fascinated by the gorgeous city lights and are drawn toward those illusions. The very same women who were chosen as prom queens in their small towns. In the end, all they find are ghosts. Once their eyes adjust to that blinding light, they realize there's nothing but vanity and lust surrounding them. They finally figure out that it was all in their heads. Then they quickly try to satisfy. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose. As I drove him to the station after his arrest, I started lecturing him on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then. But this one looks a lot smaller than the Aerial Lift Bridge. It's smaller. Why do you want to leave town, Zach? Don't tell me you want to go sightseeing down in New Orleans. Come on, back to the investigation. Ach, guck mal, hier bin ich, glaube ich, genau. Ich bin da rausgeglitscht. Nachdem ich mit dem Priester zum ersten Mal geredet habe, stand ich auf einmal da drüben auf den Bäumen und bin dann, konnte quasi nicht mehr rein in die Stadt. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Cool. Aber keine Ahnung, wo der Sumpf sein soll, leider. Sure is peaceful, Zach. Yes, I know. Echt doof. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? Hey, want to talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure local drivers are used to that sort of thing. They were all going normal speeds. I bet that scene reminded you of a certain film. Or perhaps a certain person? Violent City, 1970. Directed by Sergio Salini. I only ever saw it on TV when I was a kid, so I don't remember it very well. But I definitely remember that it featured a bridge. A long bridge. During the New Orleans part, that's the one thing I remember. The one thing he remembers. So. Wo könnte noch so ein komisches Sumpfgebiet sein? Da hinten bei deren Farm? Aber da war direkt schon ein Foto. Da ist es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wo das noch sein könnte. Hier hinten ist ein Telefon. Wo geht's denn da lang? Die Straße könnten wir mal lang fahren. Ich wusste nicht, dass es da lang geht. Das könnte interessant sein. Schauen wir mal. Wartet mal, noch mal kurz orientieren, wo ich jetzt bin. Okay. Im Grunde jetzt dann nach links und dann, bis es nicht mehr weiter geht. Vielleicht kommt man da erst viel später durch die Story hin. Das kann schon sein, aber wir können es ja mal versuchen. Vielleicht finden wir auf dem Weg grüne Paprika. Das habe ich aufgegeben, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Den Reis hätte ich nie gefunden, wenn ich nicht zufällig das Video gesehen hätte auf YouTube kurz. Und die Paprika, keine Ahnung. Nee, man kann leider keine Tricks machen. Das ist echt schade. Yes, I know. I know what you're about to say. An Schanzen kann man springen, aber das ist alles. Isn't that right, Zach?
Leider, leider. Man kann das Skateboard leider anscheinend auch nicht customizen. Ich dachte, man kann das vielleicht ein bisschen upgraden, pimpen, aber nicht wirklich. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. Was? Kann ich da nicht drüber? Do you think Patty's okay? She acts? What? Ich glaube, ich steig mal lieber. Okay, jetzt können wir weiterfahren. Die Straße ist das, oder? Ja, ich glaube schon. Fahren wir mal die Straße entlang. Was haben wir hier für wilde Hunde? Da will ich nicht unbedingt wohnen, weil this town sure is peaceful. Tollwütige Menschen und feine Hunde. I know what you're about to say, but that's why we're here, to protect this peace. Isn't that right, Zach? Aber vielleicht wird's hier sumpfig. Vielleicht finden wir hier das letzte Foto. Das wäre cool. Mein Gott, Jack, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Wo sind wir denn hier gelandet? We've been in this town for longer than we originally planned, haven't we? Oh no, I'm not complaining. I'm used to living out of a hotel, and I love southern food. There are some inconveniences, though. There's no movie theater in this town. Nor is there a video rental store, and the TV in the hotel room doesn't get any of the on-demand movie channels. We'll just have to get lucky and encounter a movie being shown on TV. The movie environment in Lucarne is no different from that of the 70s, Zach. No, they don't have a movie theater. So I suppose... Zach, we shouldn't head too far south. Wandering through the swamp would... Oh ja, das sieht gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die Krokodile. Das ist vielleicht nicht so gut. Oh Gott, Hilfe! Okay, Achtung. Whoops. Ja. Aber ich glaube, wir sind hier tatsächlich richtig. Das sieht zumindest dem, was ich suche, am ähnlichsten von allem, was ich bis jetzt gesehen habe. Oh oh. Zach, we shouldn't. So, Foto auspacken. Foto Nummer 20. Also ein Warnschild sehe ich hier nicht. Und auch die ganzen Gräser. So viel Details gibt es im ganzen Spiel nicht. Aber schauen wir mal. Zach, we shouldn't head too far south. Wandering through the swamp without a guide would be su- Hier ist eine unsichtbare Wand. Hier geht es nicht mehr weiter. Aber das sieht schon ungefähr aus wie das Gebiet, ne? Nur mit mehr Vegetation. Deswegen bin ich jetzt unsicher. Aber wenn es hier Zach, we shouldn't head too far south. Wandering through the swamp without a guide would be suicide. You wouldn't want to lose me out there, would you? Mist, ich hatte echt Hoffnung, aber irgendwie sieht es nicht so aus, als wäre das richtig. Ich kann auch das Gewässer nicht wiedererkennen, das wir da sehen. So richtig. Nee, Kater. Oh. Tja. Zach, we shouldn't head too far south. Wandering through the swamp without a guide would be suicide. You wouldn't want to lose me out there, would you? Ja, das wäre schon cool, so ein paar Tony Hawk Tricks. Nee, ich glaube, wir sind ja auch doch nicht richtig. Und das ist wirklich schade, weil jetzt weiß ich nicht. Das letzte Foto, das wir bräuchten. Und ich habe keine Ahnung, wo. Vielleicht kann ich das. Ich kann vielleicht schauen. Vielleicht finde ich was online. Ich schau mal schnell. Deadly
Prämonition. Manche sind ja da super schnell mit Guides. Zack, we shouldn't head too far south. Wandering through the swamp without a guide would be suicide. You wouldn't want to lose me out there, would you? Wie schreibt man die Floy? Floy? Floyre? Oh ja, da hat schon einer ein Video gemacht. Alle 100? Okay, ich dachte, es gibt nur 20. Zack, we shouldn't head too far south. Wandering through the swamp without a guide would be suicide. You wouldn't want to lose me out there, would you? Ich glaube, ich habe gerade eine Mechanik verstanden. Ich habe doch von dieser Rennfahrerin, also von der Autofahrerin, habe ich doch so eine komische Quest bekommen, dass ich irgendwo hin soll, damit ich ein Foto machen kann. One lollipop? Two lollipops? Three lollipops? Don't mind me, Zach. Genau, ich habe doch diese komische Quest von der Autofahrerin bekommen. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Ich wusste nicht, wie ich das machen kann. Und ich glaube, ich muss ins Hotel. Und im Hotel drin muss ich, glaube ich, die Fahrerin rufen, damit die mich dann dahin fährt. Und das ist anscheinend ein spezieller Platz, wo man gar nicht hinkommt ohne die Fahrerin. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich jetzt mal kurz schauen. Perhaps we really do need to focus on the Clarkson bloodline itself. Everything in this town, whether it's visible or invisible, it all carries shades of their influence. Buildings, people, conversations, food, right down to each blade of grass. There isn't anything beyond the reach of the Clarkson's breath. Even Saint Rouge itself was created by Clarkson blood. Zach, just looking at the people involved in this case tells us all we need to know, don't you think? What stands...